Guten Morgen, Geschwister. Ich lese Psalm 84 aus der Luther-Übersetzung. Ein Psalm der Korachiter vorzusingen auf der Gittit. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr, mein Gott und mein König. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schau doch, sieh an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus, als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Was ist der Schlüssel zur Zufriedenheit? Wie sehen unsere Leben aus? Es gibt Phasen, in denen unsere Lebensumstände angenehm sind, wenn wir das Gefühl haben, es läuft richtig gut. Und dann gibt es Phasen, in denen wir den Eindruck haben, alles hat sich gegen uns verschworen. Und dann ist es so, als würden wir durch die Wüste wandern oder durch ein dürres Tal, wie wir es da in Vers 7 lesen. Und in Vers 8 steht dann, dass Menschen gerade in solchen Lebensphasen erleben können, dass sie von einer Kraft zur anderen gehen und den wahren Gott besonders stark erleben. Doch wie kann das sein? Die Antwort auf diese Frage finden wir in den Versen 10 bis 13, denn da steht, wie Gott ist und was er gibt. Für seine Kinder ist er Sonne und Schild. Das steht für alles Positive, für alles Gute und für Schutz. Und er gibt Gnade und Ehre. Und schon damals, als der Psalm aufgeschrieben worden ist, hat Gnade so viel bedeutet wie Gottes Freundlichkeit. Aber was diese Gnade wirklich ist, das erschließt sich erst mit dem Fortschreiten von Gottes Heilsplan. Denn heute wissen wir, was es bedeutet, wenn wir da in Vers 12 lesen, dass er uns kein Gutes mangeln lassen wird. Und was das bedeutet, das kann man nicht besser zusammenfassen als Paulus in Kapitel 8 im Brief an die Römer in Vers 32. Da steht, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und was uns Gott da schenkt, das ist eine Beziehung zu ihm. Und die Voraussetzung für diese Beziehung ist diese Gnade, dieses Geschenk der Gnade. Der Schlüssel zur Zufriedenheit liegt in einer erfüllenden Beziehung zu Gott. Der Schlüssel zur Zufriedenheit liegt in einer erfüllenden Beziehung zu Gott. Und die Voraussetzung für diese Beziehung ist dieses Geschenk der Gnade. Und es ist auch Gottes Antwort, als Paulus ihn bittet, dass Gott einen Stachel aus seinem Fleisch, ein Leid von ihm nehmen soll. Wir lesen davon im zweiten Brief an die Korinther in Kapitel 12. Da sagt Gott zu Paulus, sei zufrieden mit der Gnade, die ich dir schenke und mit der Kraft, die ich dir gebe, dieses Leid zu ertragen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gott segne euch.